Im Sommer 2007 war es, als man in Deutschland gerade traumverloren gedacht hatte, die Mafia finde inzwischen nur noch in Hollywood-Filmen statt. Was verschiedene Landeskriminalämter so ähnlich auch im Brustton vollster Überzeugung propagiert hatten. Italo-Mafia bei uns gibt's nicht. Bis die Vendetta, eine ganz böse Erfindung der italienischen Mafia, plötzlich auf einem deutschen Parkplatz nahe einem deutschen Bahnhof in einer ganz normalen deutschen Stadt blutige Realität wurde. Zwei gedrungene Killer erschossen in Duisburg 6 Italiener, die zuvor in einer Pizzeria gefeiert hatten. Ihre Körper wurden in einem Kugelhagel regelrecht zerfetzt. Eine Hinrichtung. Ein brutalster Racheakt in einem Krieg zwischen zwei verfeindeten Clans der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Die ehrenwerte Gesellschaft schlägt mitten in Germania zu. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, goss ein italienischer Mafia-Experte auch noch Öl in ein Feuer, das aus baden-württembergischer Sicht längst ausgetreten war. Zumindest aus offizieller baden-württembergischer Sicht. Roberto Saviano, Autor des Megasellers Gomorra, schwadronierte im Spiegel eine Seite lang über organisierte Kriminalität. Wie intensiv italienische Gruppierungen bereits seit langem in Deutschland unterwegs seien, wie Geldwäsche, Waffenhandel oder Schutzgelderpressung an der Tagesordnung seien und wie gezielt die Mafia die Nähe zur politischen Prominenz suche. Und just in diesem höchst unangenehmen Zusammenhang ging dieser Saviano tatsächlich her und erzählte diese Pizzageschichte, diese uralte Story von Günther und Mario. Die Mafia hat keine Farbe. Sie ist nie in der Opposition. Nur ab und zu lassen sich Verbindungen zwischen der Politik und den kriminellen Organisationen erkennen. Zum Beispiel, als ein CDU-Politiker von einem Pizzabäcker in Stuttgart, einem Mann der 'Ndrangheta, unterstützt worden war. Nur ab und zu lassen sich Verbindungen zwischen der Politik und den kriminellen Organisationen erkennen. Zum Beispiel, als ein CDU-Politiker von einem Pizzabäcker in Stuttgart, einem Mann der 'Ndrangheta, unterstützt worden war. Ja, wo sind wir denn? Ist denn einem Italiener nichts mehr heilig? Nicht einmal mehr ein baden-württembergischer Ministerpräsident? Doch das war ja nur der Anfang der perfiden Diffamierungskampagne. Es kam noch schlimmer. Viel schlimmer. Nach dem sechsfachen Mord in Duisburg intensivierte sich im Herbst 2007 die Zusammenarbeit zwischen deutschen und italienischen Ermittlungsbehörden. Denn sogar der deutsche Bundesnachrichtendienst hatte in einer aktuellen Analyse mächtig Alarm geschlagen. Internationale Mafia-Organisationen hätten sich bereits untereinander regelrecht vernetzt, man kooperiere in fast allen Bereichen schwerster organisierter Kriminalität. Und gerade die 'Ndrangheta habe es geschafft, eine ganz brisante Spitzenstellung zu erreichen. Sie gelte heute als Weltmarktführer des Kokainhandels. Der geschätzte Jahresdrogenumsatz liege bei 22 Milliarden Euro. Und eines ihrer Einsatzgebiete sei eben Deutschland. Daher begannen sich also im Herbst 2007 Mafia-Fahnder aus Italien und deutsche Ermittler wieder etwas ausgiebiger auszutauschen. Man sprach über Operations- und Rückzugsgebiete, über Clanchefs, deren Verbindungen und Vergehen, über deutsche Schwerpunkte der 'Ndrangheta und einzelne mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Organisation. Dabei kam auch der alte Fall Mario L. zur Sprache. Der Stuttgarter Pizzeria-Wirt war zwar bei einem Mafia-Prozess im Jahr 1999 freigesprochen worden, doch das deutsche Bundeskriminalamt verzeichnete ihn im Jahr 2000 nach wie vor als Mitglied des 'Ndrangheta-Clans Greco, wie aus Unterlagen der Behörde hervorgeht. Beim besagten Austausch italienischer und deutscher Fahnder blieb es nicht beim Thema Mario. Plötzlich, wie aus heiterem Stuttgarter Himmel, kam die Rede auch auf Günter Oettinger. Und da passierte es. Was seine Rolle in der damaligen Sache angehe, da sei in Deutschland einiges vermauschelt worden, wurde doch tatsächlich behauptet. Bei ihnen in Italien, so fabulierten italienische Ermittler, wäre Oettinger nicht Ministerpräsident geworden, sondern hätte eher juristische Probleme bekommen, wegen eines Verdachts, der bei ihnen zu Ermittlungen führen würde. Nämlich Favoreggiamento, Begünstigung. Die italienischen Ermittler verwiesen darauf, dass dieser Verdacht in ihrem Heimatland auch schriftlich fixiert wurde. Noch im Jahr 2005.
Wie bitte? Einem wackeren Baden-Württemberger muss der Atem stocken, wenn er sowas hört. Oder gleich der Kamm schwellen. Incredible, impertinente. Ein solcher Frontalangriff auf die Würde dieses Landes verlangt es, die Pizzasache noch einmal zu rekapitulieren, um sie richtig zu stellen, wie sie es gehört. Und allein schon der Aufklärung und kritischen Vernunft wegen, die ja, Sie wissen, wie die baden-württembergische Fahne über der Villa Reitzenstein weht. Die Pizza-Affäre sorgte, wenn man es mal positiv sieht, im Herbst 1993 immerhin dafür, dass die Republik auf die südwestliche Peripherie schaute. Was seit den unterhaltsamen Regierungsjahren Lothar Späths nicht mehr so der Fall gewesen war. Der Anlass war freilich eher von pikanter Natur. Seit 1990 hatten Mafia-Fahnder den Stuttgarter Pizzeria-Wirt Mario im Visier, wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Geldwäsche für die 'Ndrangheta. In Kooperation mit italienischen Behörden wurde ein großer Lauschangriff auf den immer fröhlichen Calabria gestartet. Den mithörenden Beamten des Landeskriminalamtes dürften die Ohren hochrot angelaufen und dann fast abgefallen sein, als sie aus Marios Pizzeria plötzlich eine aus Funk und Fernsehen bekannte Stimme telefonieren hörten. Günter Oettinger höchstpersönlich. Der damalige CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag war seinerzeit mit Mario seit längerem befreundet, stand mit ihm auf Du und Du. Was einmal mehr nur seine weitläufige und ausgeprägte kommunikative Art demonstriert. Und seinen Sinn für echte Männerfreundschaft. Und die ist nie eingleisig. Also ließ Oettinger zwischen 1991 und 1993 Fraktionsfeste der CDU von Mario ausrichten und zahlte dafür aus der Fraktionskasse knapp 40.000 Mark. Und Mario wiederum erwies Oettingers Partei einen echten Freundschaftsdienst und spendete großzügig mehrere tausend Mark. Wen wundert's also, dass der Spitzenpolitiker in der Pizzeria seines italienischen Kumpels ein- und ausging, dort als schaffiger Mensch die Drähte glühen ließ und dabei drauf losplauderte, wie ihm halt der Schnabel gewachsen war. Oder lässt sich etwa im Landtag entspannt und vertraulich telefonieren? All dies wäre, wie sich's in einem Musterländle gehört, in der verschwiegenen Welt der Diskretion verblieben. Hätte nicht, wie könnte es auch anders sein, wiederum ein Nicht-Baden-Württemberger derb dazwischen gefunkt. Der Frankfurter Mafia-Experte und Buchautor Jürgen Roth offenbarte im November 1993 auf einem Symposium im Stuttgarter Rathaus, dass Mario einer der zentralen Geldwäscher des Greco-Clans in Mailand sein soll und enge Verbindungen zur 'Ndrangheta in Kalabrien habe. So stand es in den Ermittlungsakten italienischer Mafiajäger. Sie sahen im Stuttgarter Promi-Wirt den neuen Kaufmannstyp der Mafia, der Gelder aus kriminellen Geschäften durch legale oder pseudolegale Aktivitäten wasche. Und der mit dem mutmaßlichen Boss eines 'Ndrangheta-Clans, Giuseppe F., eng verbunden sei. Tatsächlich hatte sich F. nach Erkenntnissen von Ermittlern mehrfach in Stuttgart aufgehalten. Auch mehrere Telefonate zwischen ihm und Mario seien abgehört worden. Mit unmissverständlichen Inhalten. Der Clan soll unter anderem mit Drogengeschäfte mit Südamerika verwickelt sein. Mario und F. seien mehrfach gemeinsam nach Südamerika gereist. Auch ein Mafia-Aussteiger, in Fachkreisen Pentito, also reuiger Sünder, genannt, hatte bei Vernehmungen Marios Zugehörigkeit zu 'Ndrangheta bestätigt. Wie in aller Welt hätte Günter Oettinger, der allzeit schaffige und strebsame Landespolitiker, von diesen ungeheuerlichen Vorwürfen gegen seinen kalabrischen Freund wissen können. Aber das war's ja gerade. Oettinger war, wie sich herausstellte, schon im Herbst 1992 darüber informiert worden. Gleich von zwei Ministern. SPD-Frieder Bierzele, in der damaligen Großen Koalition Innenminister, hatte ihn am 13. Oktober 1992 davon unterrichtet, dass Mario im Verdacht stehe, mit einer Mafia-Organisation zusammenzuarbeiten. Und einen Monat zuvor hatte schon CDU-Justizminister Thomas Schäuble dem Fraktionschef geraten, in der Gaststätte keine wichtigen Telefonate mehr zu führen. Ansonsten solle Oettinger sein Verhalten gegenüber dem Italiener nicht ändern, damit der keinen Verdacht schöpfe.